nie zuvor ein Mensch gewesen ist, in Bottrop-Kirchhellen, im Moviepark, in der weltweit ersten Star Trek Achterbahn. Die werden wir jetzt mal für euch und mit euch ausprobieren. Wir sind clevererweise vor Beginn gekommen, das heißt, es sind jetzt erst allmählich bei diesem schönen Vorpfingsttag. Das Gedränge geht los. Wir warten schon die Ersten. Wir haben schon kampiert, übernachtet, um diese Attraktion mitzuerleben. Und hier betreten wir. Oh, wir sagen Hallo Data. Beverly. Oh, Georges Laforge. Und natürlich Jean-Luc Picard, der alte Shakespeare. Wir gehen dann mal aufs Zeichen. Starfleet Academy Bottrop. Ich denke, jetzt hat der Ruhrpott es geschafft. Weiter rein. Wow. Oh, hier sehen wir ein Original-Borg-Kostüm. Und den Borg-Würfel. Guckt euch das an. Und die USS Enterprise. Ah, da gucken wir mal, Testbetrieb. Testbetrieb bedeutet, dass im Prinzip es noch nicht ganz offiziell eröffnet ist. Es ist ein Soft Opening und es werden noch kleine Korrekturen vorgenommen, aber natürlich ist für die Sicherheit schon gesorgt. Alles ist ausprobiert und da spricht sogar das Raumschiff zu uns. Wir gucken mal hier, da geht schon eine Besuchergruppe rein. Wir gehen mal heimlich mit. Muss man sich dann mit vollen Menschen vorstellen, aber wir sind hier quasi in einer Testgruppe. Achtung, die Trainingssimulation Operation Enterprise wurde kurzfristig unterbrochen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Unsere Technik-Crew unter der Leitung von Chefingenieur Jordi Laforge wird die Systeme in wenigen Minuten neu starten. Attention! Ja, ob das zur Show gehört, hier ist alles noch ungewiss. Wir nutzen mal die Gelegenheit und sprechen mit Thorsten Backhaus. Thorsten Backhaus ist der Geschäftsführer von Moviepark. Wir sind ja hier in Bottrop und während im Hintergrund noch das Vorprogramm läuft. Lass uns Herr Backhaus gleich mal, was genau, wo sind wir hier und was ist die Attraktion an der Attraktion? Ja, wir sind hier in der Starfleet Academy im Recruitment Center. Das ist Teil des Federation Plazas, den wir jetzt neu auch geschaffen haben. Und hier in dem Bereich sind wir im Haupteinstellbereich der Attraktion. Wir haben hier das Thema der Starfleet Academy aufgenommen und hier die ersten Eindrücke auch zum Star Trek Universum auch mitzuteilen. Die Enterprise D steht hier, der Borg-Kubus, das Captain-Kostüm, was Jean-Luc Picard trägt und vieles mehr kann man hier erfahren. Und wir sind tatsächlich in der weltweit einzigen Star Trek-Achterbahn. Es gibt nur die Lizenz für Bottrop-Kirchhellen. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist eine Weltpremiere eigentlich, dass eine Achterbahn, ein Triple-Launch-Coaster mit einer Star Trek-Lizenz versehen worden ist. Wir haben hier das Thema Star Trek Next Generation gewählt. Mhm. Die erfolgreichste Serie von Star Trek, deutlich beliebter als auch die Classics. Und hier werden wir Captain Picard und seine Crew also auch wiederfinden und müssen sie auch von der Story her retten, weil unsere Gäste sind nicht nur Gäste, sie sind Kadetten. Sie sind Ach, das ist jetzt die Geschichte? Also es wird eine richtige Abenteuerstory erzählt. Ja, In Kurzform geht die so, dass unsere Gäste Kadetten sind. Sie werden auch eine Rescue Mission, eine Rettungsmission geschickt und müssen also die Crew der Enterprise retten, die halt von den bösen Borg attackiert worden sind, auf das Borgschiff gebeamt worden sind und unsere Kadetten
müssen also die Galaxie vor dem Borg retten, sodass die Enterprise wieder ihre Missionen aufnehmen kann. Die Achterbahn, da wurde anderthalb Jahre dran gebaut. Und wie schnell ist sie jetzt? Wie viele Loopings gibt es? Also wir haben hier einen Triple Launch Coaster. Triple Launch meint, wir haben zwei Vorwärts-Launch, wir haben einen sogenannten Backwards-Launch, eine Rückwärtsbeschleunigung in einer Twisted Halfpipe. Das ist die einzige in Europa befindliche Twisted Halfpipe. Man wundert sich, da oben fehlt ein Stück Strecke, aber das ist so wirklich gewollt. Also die nächste Fahrt geht rückwärts quasi? Es geht eine Fahrt geht rückwärts und das mit bis zu 90 km/h. Ein tolles, einmaliges Erlebnis, was man sicherlich so nicht nochmal wiederfinden kann. Und wir haben drei Inversionen, das heißt drei Sektionen, wo man über Kopf ist. Wir haben also Airtime, Hangtime, was auch immer so unter dem Achterbahnschirm so verfügbar ist. Also es gibt die ersten Kommentare, ich gehe noch mal so ein bisschen im Raum rum mit euch. Markus Muley sagt, wir sollen endlich losfahren, aber wir nennen das Spannungsbogen natürlich. Der Film fängt ja auch nicht an mit einem Highlight. Denn wir müssen erstmal hier ein bisschen zeigen, wo wir sind. Und der Tim hat schon richtig erkannt, mit der Bahn haben sie sich selber übertroffen. Denn sowas gibt es halt in ganz Europa nicht. Und da sind wir schon stolz, ein bisschen im Ruhrgebiet, in Bottrop-Kirchhellen. Mit den originalen Kostümen, die Musik ist ja auch vertraut. Sogar die Einweiser hier sind in Uniformen. Das sind nachgeschneiderte Originaluniformen, oder wie kann man das denn vorstellen? Das sind Originaluniformen, lizenzierte Originaluniformen mit dem Original-Kommunikationsbadge, mit auch den Rangabzeichen. Also sehr, sehr originalgetreu an der Serie. Und die Musik ist auch nah an der Serie? Die Musik, also wir haben die Klassiker, die sogenannten Main-Themes, Star Trek Next Generation, Klassik-Serie, Deep Space Nine, Voyager und auch vier eigene Songs hat die Firma Imascore für uns komponiert und ist mit dem Budapester Filmorchester auch aufgenommen worden, also auch ein Highlight, was wir hier haben. Also alles ganz nah an der Serie und jetzt gehen wir mal rein, denn unsere ungeduldigen User wollen natürlich sehen, wie es weitergeht. Wir sind hier auf dem Holodeck, ist das richtig? Genau, wir haben gerade das Holodeck passiert und sind jetzt quasi auf der USS Vancomfire, dem nächstgelegenen Schiff an der Enterprise. Also, dann geht da gleich die Tür auf. Gleich wird unser Transporter rumgehen. Ja, guten Morgen, Kadetten. Ich hoffe, Sie haben alle die Dienstanweisungen gelesen bezüglich sicheren Beamens. Nicht, dass sie plötzlich Körperteile vertauschen. Das wäre sehr unangenehm unter Umständen. Der Captain wird noch kurz zu Ihnen sprechen und dann dürfen Sie auch schon in den Transporterraum hinein. Ja, teilt euch das Video, freuen wir uns sehr drüber. Drängelt euch vor, ist natürlich der beste Rat. Aber wir müssen erstmal hören, was der Captain sagt. Crew of the Vancomfire. Hier spricht der Captain John W. Rimes. Habt soeben eine dringende Notfallübertragung erhalten, die ihr sofortiges Handeln erfordert. Bitte begeben Sie sich umgehend zu den Transporterräumen auf diesem Schiff. Die Transporter-Crew wird Sie in Gruppen zu je 20 Personen einteilen und den Transporterräumen. Also das ist die Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben. Genau, wir haben jetzt hier die Information vom Captain bekommen, was wir tun müssen. Und dürfen uns jetzt die Transporterräume begeben, um dann den nächsten Schritt zu machen. Ja, okay. Und da sind wir jetzt im Transportraum. Wir zeigen da auch mal einen kleinen Ausschnitt. Wir kennen hier vielleicht diese Beamfläche. Schließ die Türe, achtet bitte auf das Geräusch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Mission und Vorsicht beim Beamen. Wow. Hier spricht noch einmal der Captain. So, jetzt werden wir gebeamt. Beam me up, Scotty, das wollten wir schon mal machen. Und dann geht es schon raus in die Wagen. Finden Sie heraus, was da vor sich geht. Und bringen Sie die Crew sicher wieder zurück an Bord. Wir haben bereits ein Aufklärungsteam vorausgeschickt, um Ihren sicheren Transport zu gewährleisten und einen Rettungsplan auszuarbeiten. Viel Glück. Thema: Bringen Sie die Crew sicher an Bord.
Boah. Ah. Liebling, ich bin gebeamt worden. So. Hier wird nur durchgegangen, oder? Oh Mann, habt ihr das gesehen? Das war jetzt schon eine erste Interferenz. Es war ganz schwierig, hier in diesem Weltraumabenteuer zu überleben. Auch für das Netz, deswegen entschuldigt bitte diese kleine Pause. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele verloren, denn jetzt geht's gleich in das Fahrzeug. Seht ihr hinter mir den ganzen Beamraum? Wir sind auf der Brücke. Und jetzt haben wir auch diese galaktische Krise hier überwunden. Und jetzt geht's. Ja, muss alles schnell gehen jetzt. Ja, absolut. Wir müssen die Jungs ja retten, ne? Jetzt lasse ich euch mal mit der Musik hier alleine zur Einstimmung. Also beamen in Bottrop ist immer noch über die Treppe. Das ist ja... Gewisse Dinge lassen sich noch nicht in der Realität ändern. Aber es gibt auch Stufen auf der Enterprise. Ich komme hier schon Kommentare, tolle Pre-Show. Leute schauen aus Toronto zu. Das ist natürlich... So sieht das aus. Ja. So. Die ersten Fahrgäste machen sich bereit. So sehen die Bügel aus. Hier werden noch Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Hier. Absolut. Da steht es nochmal hin. Die USS Enterprise ist startklar. Es geht durch diese Tür. Wie nennt ihr die Türen? Das sind sogenannte Showtüren. Showtüren. Durch die Showtür. So, los geht die Fahrt. Ja. So, ich linse mal hier für euch durch. Aha, jetzt geht's da so weiter. Okay. Ja, ich glaube, wir dürfen hier mal durch die Tür gehen. Da fährt die Fahrt los und irgendwas sagt mir, dass sie hier gleich nochmal vorbeikommen, denn die Strecke führt hier ins Nichts. Leck mir am Arsch. Das ist er, der Rückwärtstwister. Der 180 gedrehte Rückwärtstwist, unsere Halfpipe 40 Meter hoch, ja. 40 Meter, kleiner Tipp jetzt schon, wenn man in der letzten Reihe sitzt, dann wird das Ganze noch mal dramatischer. Also das ist ein echtes Highlight. Und natürlich auch bei dem schönen Wetter. Und das schöne Wetter ist auch der Grund, warum, Herr Backhaus, warum die Eröffnung? Ja, wir haben letzte Woche mit einem sogenannten Soft-Opening angefangen und jetzt... Das heißt, ab sofort ist die Star Trek Achterbahn hier im Moviepark in Bottrop eröffnet. Alle sind herzlich eingeladen, hier die ersten Runden zu drehen, mehrere Fahrten gerne.
tolles Erlebnis. Ja. Ist ja ein Preis inklusive, das heißt, man kann auch nochmal fahren. Genau. Hier sagt einer kurzer Spaß, aber letztlich sind es 144 Sekunden. Ja. Das heißt, gut 2 Minuten. Allein der Fahrspaß ohne das Erlebnis natürlich der Pre-Show, das Holodeck zu erleben, den Transporter auf die Enterprise-Brücke. Ja. Das kommt natürlich alles noch hinzu. So, gängige Achterbahndauer ist normalerweise für eine Fahrt? Ist unterschiedlich. Es gibt natürlich Attraktionen, die etwas länger sind. Das kann auch schon ja. Bis zu 3 Minuten gehen, eine Fahrt. Aber hier haben wir ein sehr spannendes, vielleicht etwas knackiges Erlebnis. Viele Elemente. Ja, ich zeig nochmal. Und nach dem Start geht es komplett durch bis in die Schlussbremse, sodass also keine Verschnaufpause da ist. Die 2 Minuten haben es in sich, das kann ich sagen. Ich habe es probiert. Und ihr könnt nochmal hier reingucken. So, geht schon die nächste Fahrt los. Große Fahrt. Und wir sagen an der Stelle hier danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ab jetzt eröffnet. Und die Bahn im Moviepark. Ach komm, einen geben wir uns nochmal. Jetzt haben wir das doch schon so schön gelernt. Hier kommen die gleich rausgeschossen. Das müsst ihr einfach nochmal sehen. Mit wie viel? Mit fast 90 Sachen? Ja, mit fast 90 Sachen. Fast 90 Sachen rückwärts. Einmal noch für euch als Zugabe, bevor wir hier rausgehen. So, da denken wir, die Fahrt geht nach vorne los. Geht sie auch erstmal. Wenn man da drüber schaut, sieht man auch ein bisschen noch vom Looping. Seht ihr den Looping? Und vor allen Dingen seht ihr jetzt... Jetzt kommen wir rausgeschossen. Ja, so, das war's nochmal für euch. Wir wünschen euch schöne Pfingsten hier oder irgendwo im Pott. Alles Gute und bleibt immer schön angeschnallt.